Wacker Burghausen in Grau und Schwarz ist natürlich Favorit gegen die U21 des 1. FC Nürnberg. Aber zuletzt gab es in ähnlicher Konstellation vom kleinen Kleeblatt ordentlich auf die Mütze. Der Tabellendritte ist also gewarnt. Zumal die Gäste seit Saisonbeginn oft zwischen Genie und Wahnsinn schwanken. In der Anfangsphase konzentrierten sie sich unter den Augen von Dieter Hecking und Michael Wiesinger aber erstmal darauf, den Laden dicht zu machen. Wacker also mit der Spielkontrolle und einer ersten richtig gefährlichen Szene in der 11. Minute. Der Schuss von André Leipold klatscht aber vom Pfosten zurück. Dann läuft der direkte Gegenzug. Lukas Schleimer da mit viel Platz, kommt in eine ähnliche Position wie zuvor Leipold, aber sein Abschluss ist besser, nämlich ins Tor. Frühe Führung also hier für die Club-Youngsters. Hieß für die Oberbahn weiter anrennen und Steine klopfen. Ein Hechtkopfball von Leipold geht in der 19. Minute knapp drüber. Auch in der Folge, die Gastgeber am Drücker und fast mit dem 1:1 nach 26 Minuten. Einem Missverständnis von Torwart Jan Reichert und seinem Verteidiger setzt Leipold aber das Leder knapp links vorbei. Doch nach der Trinkpause, nach rund einer halben Stunde, ließ der Druck der Hausherren nach. Die Mittelfranken bekamen das Geschehen besser in den Griff und brachten die Führung vorerst mal in die Halbzeitpause. Durchgang 2 begann jedoch optimal für die Gastgeber. Der gerade frisch eingewechselte Jerome Leubli über links und seine scharfe Hereingabe knallt Damian Hert unglücklich ins eigene Gehäuse. Ausgleich also nach 48 Minuten. An sich war es nun aber grundsätzlich eine Partie auf Augenhöhe, weil jetzt eben auch Nürnberg mitspielte. Die nächste Szene gehörte aber Wacker. Nach einem Freistoß in den Gästestrafraum zeigt Schiri Elias Tiedeken auf den Punkt, Reichert dazu ungestüm gegen Philipp Walter. Der Strafstoß selbst eine sichere Sache für Nikolas Helmbrecht. In einer Stunde hat Wacker also die Partie gedreht. Der Club wollte sich aber damit logischerweise noch nicht abfinden, setzte das Gehäuse von Markus Schöller unter Druck, war aber hinten nun logischerweise offener. Und das nutzten die Gastgeber in der 79. Minute zum 3:1. Christoph Meyer erzielt das nach toller Vorarbeit von Kapitän Felix Bachschmidt. Nürnberg aber noch nicht geschlagen. Zwei Zeigeumdrehungen später eine zu kurze Faustabwehr von Schöller an einer Flanke. Die Kugel springt zu Christian Kestel, der da aus rund 14 Metern einlocht. In der Folge versuchten die Gäste nochmal alles, aber Wacker rettete den Sieg letztlich über die Zeit. Ich habe der Mannschaft in der Halbzeit gesagt, wir müssen so weiterspielen, wie wir es gemacht haben bisher. Und ja, dann haben wir, glaube ich, super Momente auch noch in der Offensive gehabt. Und die letzte Viertelstunde war natürlich so, da hast du gemerkt, dass keiner von uns mehr nur einen Ticken mehr konnte, als er heute geliefert hat. Das war wirklich am Rande. Ich glaube, dass die Jungs alles rausgehauen haben, was drin ist. Und deswegen war ich heute mega stolz auf die Mannschaft. Ich glaube, viele individuelle Fehler, die wir gemacht haben gegen einen guten Gegner, das steht außer Frage, aber ja, so laufen wir dann immer wieder hinterher. Ist trotzdem versucht bis zum Ende, hat nicht sollen sein. Und ja, jetzt fahren wir mit einer Niederlage nach Hause. Für Wacker ein Arbeitssieg aus der Kategorie. So ein Ding gewinnst du, wenn du oben stehst. Für die Club-Youngsters gilt dieser Spruch dagegen genau umgekehrt.